Haha. Du Nusskopf, du. Oh, der hat einen Kopf ab. Das ist sehr gut. Oh, der ist auch noch schnell weg. Ah. Ja, Kopf ist auch weg. Liebe den Knüppel. Guck mal, dass ich deine Dings wieder mitnehme. Komm, Businessman, komm wieder her. Bist doch eh fast tot. Das so, läuft ja. Du wolltest es doch auch. Ich sammle mal hier unten die Pfeile ein, die ich hier noch so rankriege und gehe mal rundrum. Okay, die sind alle ins Gebäude neben dran gegangen. Okay, dann lass uns nach Hause laufen. Ich sehe sie von drinnen nach draußen kloppen, also von daher. Ja. Lass uns nach Hause laufen. Ja, bei den Heats hast du kein Teer oder andere Schadstoffe, ja? Da ist nur Nikotin drin, das stimmt. Die nehmen wir aber mit hier. Wir lassen doch hier nichts verschwendet. Also ich habe die Gitter da jetzt mitgenommen, die Frames mitgenommen. Cool. So, das heißt unterwegs sammeln. Genau, weil wir brauchen nochmal so einen Lehmziegel. Genau. Und große Steine. Ja gut, große Steine sind kein Problem. Ja, eben. Die finden wir. Tag 10 müsste alles resettet sein. Maybe. Haben wir schon die Autos hier durch? Schade, dass diese Ziegel hier nicht abbaubar sind als Ziegel. Mhm. Ist leer? Ja. Ah, die ist auch leer, okay. Ne, die Autos sind nix. Schade, da muss man. Müssen wir echt gucken, links und rechts. Warte mal, hier war. Irgendwo sind wir vorbei. Das sah aus wie so ein Baustellendingens. Mit so Zement und sowas, was man gesehen hat. Aber wo das jetzt war. Das war es nicht. Oh, das ist ein Zeitungsständer, da muss ich fix hin. Nee, Zeitung noch, lesen. Noch leer. Forschungspunkte sammeln. Aber hier ist auch nichts. Du jetzt. Da lang. Wenn ich hier die Ziegelwand abbaue. Ich glaube, das geht nur auf, also auf die Paletten, wo die Ziegel drauf sind. Ja, auch nur kleiner Stein. Ja. Wo jetzt durchkommt, da kommt er. Da kommt er. Ja, ich gucke noch, was so Häufchen, wo man großen Stein herkriegen könnte. Oh, warte mal, vielleicht klappt das ja hier. Ne, die gehen auch nicht. Ich dachte mal, die lagen auch so da wie auf der Palette, aber das waren halt. Ne, die gehen nicht. Gerade probiert. Aber probier's nochmal. Ja, aber Stein nehme ich auch mit. Aber das sind nur kleine, oder? Kann da jetzt große? Nee, ja, leider. Nur die kleinen Dinger. Oh, sehr schön. Oh Gott, das ist der Terrorist. Der Tourist. Der ist unberührt noch. Den nehmen wir doch mal mit. Zwei Glas. Ihr seid doch witzig. Ihr seid doch echt witzig. So, jetzt kannst du viel besser bearbeiten, wenn er erstmal da liegt. Sehr schön. Bisschen Gas. Das hier. Doch, das hier ist doch Fabrik, oder? Warte mal ganz kurz. Ich werf mal einen Blick rein. Es sind zumindest Baumaterialien und so Zeug drin, aber. Okay. Aber. Keine Paletten aber da. Dings sehe ich gerade nicht. Okay. Nö. Okay. Nö. Nö. Lauf weiter. War ein Bauschutthaufen? Musst du probieren. Ich habe bis jetzt noch nie Glück gehabt, dass ich da Dinge ins Haus geholt habe. Meinst du da den? Sowas, ne? Aber ne, da habe ich auch noch nie einen rausbekommen. Da habe ich immer nur Stein. Stein und Sand. Naja. Okay, du bist weiter. Alles klar. Ich wollte dir jetzt beschützen. Für großen Stein muss ich tatsächlich raus. Anscheinend. Ja, diese. Na, die rumstehen da. Genau.
Ja, ich glaube, dann da ist unsere Base. Ist echt schade. Schade, schade, schade. Mhm. Was heißt ja yeah? Yeah, du bist auch so yeah. Hier waren nur Kisten, gell? Ja, Kisten und Quad, genau. Ein Quad. Der war leer. Wir haben so viel Baustellen und sowas, also so viel Zeug in der Nähe. Super Ziegel. Ja. Also die man jetzt dafür braucht, quasi zum Bauen. Doch nicht nett. Jetzt gerade nochmal in der Dingens hier drin. Kisten. Okay. Was war das? Ich wollte die, genau, die Handwerkerstation musste ich ja erstmal bauen. Ja, dafür brauchen wir die Ziegel. Mhm. Oh. Hattest du zumindest so geäußert. Auch blöd, ne? Definitiv. Dass du Sachen brauchst, die du noch nicht selber herstellen kannst. Ja, aber das heißt ja, du musst ja unterwegs gucken, wo du was findest. Warte mal, mir fiel da gerade was ein. Mhm. Bei dem Händler, da sind doch auch manchmal so eine Geräte, die du nutzen kannst. Ach so, ja, das ja, das stimmt. Ich glaube, da war auch ein Schmelzofen. Okay. Ich glaube, das probiere ich mal aus. Ich glaube, ich nehme mal Eisen jetzt mit. Ja, das, was du alles brauchst, genau. Genau. Genau, nämlich Eisen für die Eisenplatten. Da, so. Dann noch Lehm mitnehmen. Und was war das noch? Warte mal, Block. Ah, gut. Beton mischen. Betonmischung macht man im Zementmischer. Auch Steinmehl. Du heiliger Strohsack. Ja, aber Betonmischer dauert noch länger, glaube ich. Da bist du schneller, wenn die auf der Baustelle farmst. Aha. Steinmehl, Mörser und Stößel. Ja. Okay, also ich glaube, das wird echt tricky. Wow. Oh, Schmelzofen. So. Ich glaube, Handwerkerstütze. Wir müssen halt bloß die Reihenfolge einhalten, die das Spiel vorgesehen hat. Dann läuft das ohne Probleme. Und die hatten wir ja am ersten Tag gehabt. Genau, und das wäre jetzt tatsächlich die Handwerkerstation. Genau. Die Lehmziegel. Die Lehmziegel im Schmelzofen. Schmelzofen für Lehm, genau. Farming. Wo sind meine ganzen Lehmziegel? Die hast du doch verbraucht für dieses hier Herstellen der Forschung. Nein, Lehm, nicht Ziegel, Entschuldigung. Achso, okay. Denk gerade Lehmziegel, doch, hast du verbraucht? Doch. Ja, die schon. So, ich baue gerade mal noch den Lehm, den wir haben, damit wir hier ein bisschen mehr noch haben. Ich glaube, ich gehe einfach mal gucken. So, der Hund, ja. Lehm der Händler. 175. Was hat ja, der Händler? Die Ziegel, meinst du? Hm? Ziegel? Lehmziegel, ja. Okay. Ja, dann wenn der welche hat, gerne. Also die wir brauchen halt. Hoffe, das reicht mit der Kohle. Nee, ich will ja gucken, dass er eine Schmelze hat. Ja, vergiss es. Ja, ich bin nicht so auf diesem, beim Händler das macht. Aber ja, in dem Fall ist es logisch. Sonst kommen wir ja gar nicht weiter hier. Dann geht ja gar nichts. Okay, da ist nichts. Lehm. Ach so, ich denke, das ist CP. So, warte mal.
Sollte ich vielleicht auch mal dran heften, aber mal so. So, genau. Das kann weg. Ich laufe doch richtig, ne? Ja, ich laufe hier schon richtig. Ja, du musst ja eigentlich bloß dem Symbol folgen, oder? Wenn du dann nicht richtig läufst. Wenn du zum... Du willst zum Händler. Genau. Ja, theoretisch immer auf der Hauptstraße, die nach Süden geht. Aber dafür musst du... Mhm. Aber du kannst natürlich quer durch. Vielleicht findest du ja vorher noch irgendwie... Ja, das hatte ich nämlich auch so gedacht. Das wäre cool. Bei Baustellen hat es ja hier wirklich massig. Ja, eigentlich schon. Man muss sie halt bloß ausnehmen. Das ist das Einzige. Mhm. Oh, Lu hat schon 2000 Pin-Punkte. Ui. Das schreit doch förmlich nach Schick- und gescheitem Zeug. Ja, allein durchs Zuschauen kriegt man eigentlich schon ganz gute Punkte, dass man auch aktiv an teilnehmen kann. Das ist eine gute Einstellung eigentlich, wie sie das gemacht haben. Das stimmt, ja. Wünschte ich mir manchmal so eine Interaktion auch bei vielen anderen Spielen. Tja, das liegt halt an den Leuten, die diese Interaktion basteln für die Spiele. Ja. Wenn die halt keine dafür basteln oder nicht hinkriegen oder was auch immer, dann kommen wir leider nicht drum rum. Für Valheim hatte ich mal auch sowas gefunden. Dann dachte ich, oh geil, für Valheim mit Interaktion ist ja toll. Da habe ich mir das durchgelesen und dann dachte ich, na toll, nee, kannst du vergessen, weil da müsstest du Bits spenden, damit du eine Aktion machen kannst. Und dann dachte ich, nee, das kannst du nicht bringen. Ja, das stimmt, ja. Bits ist wieder reales Geld und das hat dann wieder nichts mit Spaß zu tun. Das ist dann, nee, da sage ich dann auch, also da, nee. Da muss man dann konsequent sein, weil man will ja, ja die Zuschauer nicht ausnehmen, sie sollen ja Spaß haben. Richtig. Und das richtig. Ist dann... Das übertreibt manche dann mit dem, finde ich. Sowas wie Seven Days hier hat. Das sind Punkte, die sammeln sie durchs Zuschauen. Das hat nichts mit realem Geld zu tun. Da können sie trotzdem Spaß haben und niemand ist benachteiligt. Genau. Klar, du hast auch hier natürlich die Möglichkeit, wenn du Bits zum Beispiel spendest, dann kannst du damit im Grunde genommen nochmal extra Punkte bekommen. Aber du musst nicht, weil du auch durchs Zuschauen gut Punkte kriegst. Genau. Ganz genau. Hat man ja bei euch damals gesehen. Ihr konntet, obwohl ihr nicht gespendet habt oder so, konntet ihr trotzdem richtig gut mitmachen. Ja, und das hat halt auch Spaß gemacht, aber es hat halt auch andere zum Beispiel animiert, dass sie sagen, okay, ich möchte ein bisschen mehr, na dann gucke ich mal diesen, das und jenen. Ja. Ja, also wie Lu sagt, bei realem Geld, da hört der Spaß auch auf. Ne? Also... Ja, Ich sag mir auch immer, ja, man hat die Möglichkeit zu abonnieren oder zu Bits zu spenden, aber das ist alles freiwillige Geschichte. Der es kann, der macht's, der es nicht kann, weil nicht jeder kann's. Auch wenn es vielleicht nur ein Euro ist. Ein Euro hört sich in erster Linie nicht viel an. Aber für manche ist es eine Menge wert. Oh ja. Oh ja. Und ich mache das ja jetzt hier den Stream. Die Streams mache ich ja jetzt nicht unbedingt des Geldes wegen, weil da habe ich ja auch mein YouTube, wo das einfach durch die Werbung platziert wird. Und dementsprechend habe ich einfach Spaß und sein Vergnügen. Richtig. Und das ist ja das Wichtigste beim Spielen. Eben. Spaß. Eben. Und die Interaktion mit dem Chat halt, ne? Das ist eine zerstörte Schmiede. Eine zerstörte Schmiede hat er. Ja, nein. Ach so, nee, das geht nicht. Aber vielleicht hat er ja noch. Dafür hat er einen aktiven Zementmischer. Ja, okay, Zement habe ich inzwischen schon genug gefunden. Also im wahrsten Sinne des Wortes genug gefunden, weil ich gerade hier so zerstörtes Haus und das hat von Säcken, was ja Zement ist. Die bin ich gerade schon mal am Einsammeln. Also Zementmischer brauchen wir gerade in der Richtung. Gott nicht. Der kann zerstört sein, aber wie gesagt, schade, dass es dieses Ding nicht hat. Dass der keinen ganzen wieder hat. Na, der hat jetzt keinen ganzen, ne? Ein anderer hätte vielleicht einen ganzen. Ja, den müssen wir erst finden, das stimmt.
Was hat du bist halt auch so gehandicapt. Wir brauchen die Handwerkstation, wir brauchen das und das, damit wir eben dann überhaupt mal zum Fahrradbereich oder sowas kommen und was machen. Ja, das ist es ja. Das ist schon krass. Jetzt habe ich natürlich auch gar kein Geld mit. Warum hast du kein Geld mitgenommen? Weiß ich auch nicht. Ich meine, immer wenn man war zum Händler geht, man sagt mit, die auch Geld beinhalten. Immer. Hätte der überhaupt Lebensziegel? Oh nein, der hätte sogar Lebensziegel. Und ich sag noch Geld mit. Scheiße. Das nennt man dann Lärmfaktor. Oh, mein Eisen, mein Leben will er nicht haben. Oh shit. Das denke ich mir. Da könntest du noch ganz viele Samen, also größeren Themen, sowas draußen sammeln. Oder ganz viel Holz. Und mit der aktuellen Abbauzahl, die du hast, ist das nicht wirklich sinnvoll. Nicht wirklich. Nee. Ach, schade. Ja, hätte ja klappen können, aber nö, warum so schnell zum... Genau. Aber es ist doch Tag 10 durch. Wenn du sagst, der hat den Loot, sind die Sachen denn jetzt wieder voll beim Händler? Ja, der war gut gefüllt. Nee, nicht der Händler, sondern beim Händler. Das sind doch Sachen, die du looten kannst. Achso, ja, da guck ich mal. Wenn die wieder drin sind, kriegst du vielleicht Sachen zusammen, um beim Händler die Sachen zu kaufen. Vielleicht. Mhm. Ja. Dann sparst du dir den Hin- und Herweg jetzt zumindest. Und kriegst zumindest das Geld für die Ziegel vielleicht zusammen. Ja, ein Ziegel kostet 30. Ja, was hast denn du gerade an Sachen in deiner Tasche? Ganz gar keine Sachen. Lebensnotwendige Sachen. Honig? Nein. Okay. Wasser? Ja. Okay. Und? Essen. Hau weg. Munition kriegt er nicht. Wasser können wir ja jeder... Nein, Munition. Ach, warte mal, vielleicht nimmt er ja mein Bier. Bier nimmt er auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Oh, das ist die jetzt echt kaputt. So, das keine lang Sicherheit. Gut. Sind wir jemals sicher gewesen? Ah, dann kann ich gerade beim Händler nicht rein. Autsch. Ach, stimmt, da war was, ja. Aber es ist zu lange her, weil... Too long time ago. Wie lang ist die Abklingzeit davon? Also falls du siehst du links unten, müsstest du sehen. War 5 Minuten. Ach stimmt, ja. Sorry, ja. Stimmt. Ja, meine Ausdauer ging gerade in den Arsch. Ach so. Nee, okay. Wenn, Lou, das ist so, wenn eine Abstimmung ist und keiner macht was, dann sucht er zufällig eins einfach aus. Das sind Sachen, die provoziert er dann einfach hervor, dieses Programm. Ja. Das hier ist Lute nehme ich gerade Zeug hier. Wieso blute ich wie schwach? Ach so. Bin zu nah am Händler. Oh. Ja, das stimmt. Ich dachte gerade, wieso blute ich jetzt wie Schwein? Nö, nee, nicht schlimm. Nicht schlimm, Lou. Der zieht wieder alle Register her. Ja. Wollte mal gucken, wie es mir geht, wenn ich blute. Ja. Warte mal, das ist der... Ups. Das war, glaube ich, das Parkhaus. Da will ich aber nicht hin. Zinkbarren, ne? Die könnte ich zur Not auch verkaufen. Ja, die brauchen wir aktuell sowieso noch nicht. Mhm. Also aktuell. Ist noch so ein Turm? Hallo, Zombie. Kein Zombie. Das ist doch cool. 3 Minuten noch, dann kann ich da reinhüpfen. Ja. Dann loote ich kurz hier die Autos leer. Wenn die nicht schon leer gelootet sind. Naja, im Normalfall habe ich da immer schon Angst. Wartet das beim Händler, also. Weil wenn du wieder reinkommst und da wäre Zeug drin, dann hättest du natürlich die optimale Möglichkeit. Mhm. Hier ist ein Ziegel. Was habt ihr denn hier Schönes? Okay, 5 Ziegel immerhin. Achso, deswegen laufe ich schwerfällig. Ich bin ja überladen. Ja gut, du hast drinnen gefahren, bist dann rein, bist rausgeflogen. Ja gut, dann rennst du. Tullinger.
Der arme. Der arme Strider. Ja. Ach, schieß doch nicht daneben, du Dockel. Ja, geht doch. Du hast schon schwer. Auf zu laufen. Denn. Bist du tot? Du bist tot. So, hast du davon. Bist du tot? Du bist tot. Du bist so tot. Du bist tot. Nein, noch einer. Wo? Ach, da, warte mal. Dann lass mich mir. Okay. Ich hab dich im Visier. Da ist die Baustelle wieder. Steh wieder auf. Also der Jagdbogen ist cool. Also ich habe das Gefühl, mit dem Jagdbogen mache ich sogar noch mal mehr Schaden. Als mit dem normalen? Ja. Ja, logisch. Ja, was sind ja keine besseren Pfeile? Na, hast du jetzt Eisenpfeile oder was hast du für Pfeile? Normale Holzpfeile. Naja, siehst du, alleine der Unterschied Eisenpfeil zu Holz, lass mal kurz gucken, Eisenpfeil macht plus 15% Schaden. Was steht bei deinem Steinpfeil da? Warte, ich muss mich vor der Wanderhorde erstmal... Alles gut. Lauf, Geschossgeschwindigkeit, warte mal. Geschwindigkeit, Aber Eisenpfeile sind besser als Holzpfeile. Der Steinpfeil hat eine Geschwindigkeit von plus 5, der hat nichts an Schaden dastehen. Beim okay. Eisenpfeil ist es plus 10 Geschossgeschwindigkeit und plus 15% Schaden. Alleine das lohnt sich schon, dann zu sagen, okay. Eisenpfeile ja. Müssen wir halt mehr Eisen farmen und so. Aber ja, Eisen habe ich ja gerade bei mir drin, weil ich ja eigentlich schmelzen wollte. Ja. Im schlimmsten Fall verkauf es beim Händler. Hauptsache, du kriegst die Ziegel zusammen, um die Schmelze zu machen. Und nee, der Händler wollte leider kein Eisen haben. Ja, weil es zu wenig war. Nee, dachte auch Preis null. Also du hast alles eingegeben, also komplette Anzahl, und dann hat immer noch null eingegeben? Ja, null will keiner. Okay, weil dieses Ding ist nämlich manchmal tricky. Ich habe da schon irgendwas angegeben. Da steht Anzahl 1 und da steht okay. Nullpreis. Da steht auch drin, kannst du nicht verkaufen. Habe ich das aber auf Maximum gesetzt, also alles zeigt doch mir auf einmal einen Preis an. Okay, aber dann wahrscheinlich also, auch fast nichts. Weil so nach dem Motto, bring mir 100 Steine, dann kriegst du 5. Bla bla bla. Weil es einfach zu wenig ist dann. Ja. Okay, ich muss mir definitiv nochmal mehr Pfeile machen. Das bummst hier schon ganz gut. Ja. Und wie gesagt, die Eisenpfeile sind das Einzige, was wirklich dann wenigstens auch Schaden macht. Die Steinpfeile, ja. Da musst du das treffen oder das treffen. Da kannst du ja reinhauen teilweise. Aber... Und den Bogen, den kannst du ja auch upgraden dann. Aber die Pfeile kannst du halt nur... Eisenpfeile ist da wirklich das Beste mit. Also, für uns jetzt. Ja, aber wie gesagt, also ich habe jetzt hier Steinpfeile und das mit denen mache ich jetzt mit dem Jagdbogen echt gut. Schaden, also. Ja, das ist der Jagdbogen, der das quasi pusht. Genau, der ja, ist sehr zufrieden. So, warte mal, willst du Flavor? Ich habe bei dir gar nicht ausprobiert, ob du das haben willst. Ah, doch, tatsächlich. Also der nimmt, ja, wie du sagtest, also bei dem ist jetzt so. Bei einem 0 und bei alle 72 dann, okay. Mhm. Also, ja, also beim Leben genauso. Ja, 150 Leben für einen. Are you finished? Ja, das ist, deshalb lohnt sich das dann wirklich zu sagen, okay, ich muss zwar in die Pfeile oder in den besseren Bogen oder den Bogen upgraden, aber dann hast du zumindest wirklich was, was wenigstens nicht ewig drauf schießen musst. Ja. Aber... Packst du die Punkte in den Dingens rein, fehlen sie dir wieder irgendwo anders. So oder so, in die Schusswaffe oder so. Also, ja. Da muss man einfach gucken, wo es... Ich verkaufe jetzt mal die Sachen, die ich gerade gefarmt habe. Mhm. Und dann... Wenn es nicht reicht, ich komme direkt noch hingelaufen. Ich bin gerade mit Hausmeister Krause beschäftigt gewesen. Ich weiß es gerade gar nicht. Warte mal, Handwerkstation. Brauchte ich wie viel? 10. Und ich glaube, ein paar hatten wir noch zu Hause. Was? Lebensziegel. Also, ich habe jetzt 5 gefarmt und ein paar müssten vielleicht noch zu Hause sein. Ja gut, wenn ich dann 4 kaufe, dann haben wir auf jeden Fall zusammen. Wenn du 5 hast und ich 4,
Dann haben wir auf jeden Fall. Ja. Okay, dann machen wir das mal so. Pleasure doing business with you. Gut, dann komme ich mal. Ja gut, große Steine muss ich farmen jetzt noch und dann komme ich nach Hause. Als ob ich es nicht überlasse. Also, gewichtstechnisch. Ja. Weil du ja vorhin schon überlastet warst. Ja, ich bin jetzt nicht mehr überlastet. Das ist gut, dann ist gut. Ah, schon wieder Hunger. Okay, ich hab noch meinen Speck. Der Kleine hat Hunger. Der Kleine hat... man guckt halt immer wieder so nach, du findest man da noch ein paar Ziegel, aber... Die muss man sich echt hier vom Munde absparen, gefühlt. Ja. Halt, ich will doch nach Hause, da muss ich hin. Yeah! Ein Punkt mehr. Level 9. Du bist platt. Ja. Habe ich einen Korb drin? Ja, man kann den Korb natürlich nicht ergreifen, wenn die Glasscheibe dazwischen ist. Macht Sinn. Was, da ist Glas? Nein. Das sah halt anders aus, so irgendwie so, ne? Mhm. Home sweet home. Home sweet home. Oh, hier ist noch Gummi, den nehmen wir natürlich mit. Bergbauwerkzeug Stufe 7. Yeah. Sehr schön. Geh runter mit dem jungen Hund. Jawohl. Laterne in die Hand nehmen. Die nimmt nur Platz weg hier. Das da. Vergiss die Eier nicht. Habe ich alle schon in der Tasche. Wahrscheinlich habe ich schon wieder irgendwelche Eier vergessen. Gerade schon wieder am Speck kochen. Na gut, einmal Speck geht. Es fehlen die Eier. Mhm. Aber ich war jetzt auch Ziegel und Holz und so farm. Und da. Und da, ja. Schon wieder was übersehen. Du-dum, du-dum, du-dum. Niemals. Nein. Wir doch nicht. Wir doch nicht. So, einsortieren. Einsortieren. Wieso nimmt er den Eisenschrott nicht? Das ist seltsam. Eisenschrott. Ach, weil er leer ist, klar. Dann packen wir den da rein. Ist das die Heugabel, hättest du mitnehmen können zum Verkaufen. Ich glaube, ich habe meine sogar verkauft. Achso, weil irgendwo habe ich jetzt gerade noch eine drin gesehen. Die gibt nämlich 44. Okay. Das dann hast du eine bessere Heugabel gehabt als ich. Nee, die war hier im Dingsbums drin gewesen, in so einem Inventar-Ding ist da. Kiste. Okay. Ja. Egal. Der Footballhelm kommt da rein. Das auch. Band kommt da rüber. Halt, der Verband. Die Lampe gibt 15, den können wir auch beim Händler reintun. Mhm. Doch. Gemütlich stolzieren wir hier lang. Wasserfass, genau das legen wir mal, weil brauchen wir sowieso nicht. Ich glaube, jetzt habe ich auch meine Materialien bald zusammen. Das klingt doch gut, sag ich mal. Mhm. Weg ist durch. Was können wir denn noch machen? 35 große Steine. Also ich könnte zu Hause dann, wenn du die Lebensziegel nachher reinpackst, die Station bauen. Perfekt. Habe ich auch reingetan. Passt. Ach, hast du schon. Wow. Ja, ich bin ja schon zu Hause. I'm home. Blott, blott. Hm, muss doch, muss doch. So, die zu Leber. Steinaxt? Nee. Ich muss mir einmal noch so eine Liste machen, was ich für Materialien brauche, um diese Dinger da, die Fahrzeuge zu reparieren. Weil ich vergesse jedes Mal, oh, was braucht es jetzt fürs Fahrrad? Was braucht es für das Auto? Mhm.
Das bringt dir, glaube ich, erst was, wenn du das erforscht hast und du musst dann dieses Reparatur irgendwas, Kit, Set, Fahrzeugreparatur, irgendwas war da. Das musst du haben, glaube ich, um überhaupt das Ding reparieren zu können. Okay. Also es bringt nichts, einfach bloß die Teile reinzutun, sondern du brauchst noch dieses, warte, guck mal gerade nach. Fahrzeug. Brennstoffsprache, Erweiterung. Irgendwas gab es da noch. Kommen aber gerade nicht drauf. Aber ich habe noch keins gebaut. Ich habe das alles Toddy überlassen, damit wir nur einmal Forschung so wie hier ausgeben. Und ich mache das irgendwann mal später, wenn wir aufstanzen, mal so halbwegs so. Ja. Ach, wir sind ja noch relativ am Anfang. Also. Ja. Wenn das so weitergeht, haben wir am Ende 300 Folgen oder so. Ja, genau. Ganz genau. Ganz genau. Nee, das alte Paddel. Ach, das gibt 36. Das sollte man. Oh, der dicke hält aber. Aufgeblähter Wanderer, ja. Die sind böse. Noch Polster. Auf Lager. Ah, aber ohne Kopf bist auch du nichts mehr. Ganz genau. Ganz genau. Ich hab schon wieder Hunger. Ach man, dieses blöde Hunger. Hast du deinen eisernen Magen auf 1 hochgemacht, Stufe 1? Oh, ich hab den, glaube ich, schon auf 3. Auf 3? Dann machst du irgendwann. Kann das sein, du hast so dicke Klamotten an für die Jahres- oder so? Vielleicht? Hm. Also nee, auch wenn du Eisenrüstung, wenn du Rüstung nimmst, Eisen und sowas, dann hat das, glaube ich, auch Einfluss auf deinen Hunger und dein Ding. Und dann könnte durchaus sein, dass dir das zum Verhängnis wird. Aber den Packesel, den mache ich jetzt mal eins höher. Weil jetzt kann ich wenigstens 122 Kilo tragen. Das ist schon mal besser. Das ist schon mal besser. Ja gut, den Packesel habe ich noch nicht, nee. Ja, das war halt was, wo ich gesagt habe, sexueller Tyrannosaurus, damit eben Affen weniger Ausdauer kriegen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das hängst du ja durch. Bringt ja nichts, wenn du super toll abbauen kannst, wenn du aber die Ressourcen nicht nach Hause bringen kannst. Ja. Das ist dann nicht so toll.